Unsere Geschichte endet. Mit einer Violinsonate von Heinricus Litzgau. Sie wurde 1657 komponiert. Ihr Manuskript liegt in der Sammlung der Breslauer Universitätsbibliothek. Wer der Komponist genau war, ist nicht bekannt. Persönliche Informationen über ihn gibt es keine. Nur diese Solosonate und eine andere Triosonate für zwei Violinen und Basso Continuo sind Beweise für sein Leben und seine künstlerische Tätigkeit. Die Sonate repräsentiert den Stilus Fantasticus. Diese aus Italien stammende Stilrichtung erreichte im späten 17. Jahrhundert den Höhepunkt und zeichnete sich durch homophone und melodische Freiheit und Improvisation aus. Obwohl dieser Stil heute anerkannt ist, waren nicht alle Musiker der Barockzeit von ihm begeistert. In diesem Stil findet man eher Frechheit und verworrene Gedanken als Bescheidenheit, Vernunft und Ordnung. So Johann Joachim Quanz. Diese kritische Beschreibung kann man aber auch als Vorteil für die Musik verstehen. Obwohl die Sonate von Litzgau nicht formlos ist, verknüpfen sich viele dramatische Abschnitte, rhetorische Aussagen, bizarre chromatische Figuren und eine Chacona als Ostinato-Struktur miteinander. Der Stilus Fantasticus war vorherrschend bei späteren deutschen Geigenvirtuosen und Komponisten. Auf der Basis dieses Stils haben sich weitere Ausdrucksmöglichkeiten sowie Violintechniken in Werken von Schmelzer, Westhoff und Bieber voll entwickelt.
der Komponist hinterlässt ein Werk. In dem Stück verwirklicht er sich selbst. Die Erinnerung an den Komponisten lebt nur durch die erneute Aufführung seines Werks weiter. Der Klang der Vergangenheit bleibt ein großes Geheimnis. Wenn wir diese Musik aufführen, dürfen wir die ganze Sensibilität und Persönlichkeit des Komponisten entdecken und erleben. Obwohl nicht mehr als die Noten hinterlassen wurden. Es ist faszinierend, diesen Komponisten aus dem Schatten der Vergangenheit zu begegnen. Musiker und Menschen, die sonst im Hintergrund bleiben.